Hallo zusammen und willkommen zu meinem neuen Unboxing. Heute gibt es die Pink Box. Die gab es ja erst letztens, wo ich ja nicht die richtige im Grunde zugeschickt bekommen habe, weil die so beliebt war. Jetzt ist das die aus dem Monat Oktober. Genau, und wir gucken zusammen rein. Ich weiß noch gar nichts und ich bin mega gespannt. Ich hoffe, ihr seid's auch. So, ich mache das Ganze auf. Von innen sieht das so aus. Ich habe ein Jahresabo gemacht, dann ist das Ganze einfach ein bisschen günstiger. Ansonsten kostet es, werde es euch einblenden. Ich meine, ich zahle irgendwas jetzt um die 15, 16 Euro im Monat. So, hier habe ich einmal den Flyer Season 2024 Forever Young. Never too old to dream. Und so sieht das Ganze aus und genau, hier hinten kann man es auch scannen, um so ein bisschen noch was über die Produkte zu sehen. Das finde ich auf jeden Fall immer ganz gut. So, dann kam ich jetzt mal das erste Produkt auch raus und das ist dieses Schätzchen hier einmal von 4711 Aqua Colonia. Das ist White Peach und Koriander, finde ich sehr interessant. Das ist eine Riesenverpackung, das sind 170 Milliliter, das ist eine Originalgröße. Und die kostet 45 Euro. Also allein mit diesem Produkt seid ihr so gut bedient in dieser Box. Finde ich mega. Ist ein Eau de Cologne. Und ich mache das Ganze mal auf. Wir riechen dran, auch wenn, ihr wisst es, ich sage es in jedem Video, wo ich was schnupper. Ich habe nicht die beste Nase. So sieht das Schätzchen einmal aus. Und ich finde, es sieht ganz schick aus. Es sieht klassisch aus. Die sehen ja, diese Düfte von denen sehen ja immer so aus. Und haben dann hier eine andere Farbe im Grunde. Finde ich auf jeden Fall sehr schön. Steht drauf, ausgleichend, balancing. Genau. Ich mache das Ganze mal auf und ich sprühe einfach mal hier gerade in die Verpackung. Ich möchte mich nicht direkt ansprühen. Lass das einmal kurz ein bisschen sich entfalten. Das riecht schön. Oh, es riecht richtig schön fruchtig. Und die Koriandernote, also ich wüsste es natürlich nicht, wenn ich es jetzt nicht gelesen hatte, bin ich ehrlich. Ne? Aber wenn ich es jetzt weiß, erinnert es mich daran, wenn ich koche und was mit Koriander zum Beispiel zubereite. Das nimmt man schon wahr, wenn man es weiß. Sonst hätte ich jetzt wahrscheinlich gerätselt, was das sein könnte. Es riecht auf jeden Fall gut. Also ich denke, das Parfum würde ich auf jeden Fall weiterhin benutzen. Super, super fruchtig, ja. Gefällt mir. Als nächstes haben wir von Compeed ein Produkt, das hatte ich erst in einem anderen Unboxing. Kann sein, dass das Video aber erst noch online kommen wird. Anti-Pickle-Patches, das sind so große Patches, die wirklich vielleicht die ganze Stirn so groß sind, die sehr viel Fläche einnehmen. 7 Stück sind da drin und das finde ich super. Compeed ist ja eigentlich mehr dafür bekannt für die Blasenpflaster, aber das ist natürlich super. Das soll man halt einfach abends aufgeben, wenn man halt wirklich Probleme zum Beispiel mit Pickeln hat in der T-Zone, dann braucht man eigentlich 100.000 einzelne draufkleben, dann hast du ein großes, was natürlich praktisch ist. Finde ich gut. Ich persönlich brauche das nicht. Ich habe auch schon im anderen Video gesagt, ich habe höchstens immer mal einen Pickel irgendwo, meistens an der Lippe und da brauche ich mir dann nicht so ein riesen Ding aufkleben. Deswegen, das wird meine Verlosung wandern. Aber finde ich auf jeden Fall gut, dass so ein neues Produkt dort drin ist. Das kostet übrigens laut Heft, ich habe das hier nebenbei auf dem Handy, 10,55 Euro. Das nächste Produkt ist für mich wieder eine tolle Marke, was ich gerne mag. Und zwar Kneipp. Das ist einmal dieses Produkt. Eine Aromapflegedusche. Du bist wunderbar. Granat, Apfel und Kakao. Das klingt schon mal gut. Ich mag die Kneipp-Duschgele. Die sind auch immer, finde ich, ein bisschen pflegender halt als so zum Beispiel die von Balea oder Isana. Finde ich sehr gut. Ich schnupper mal dran. Oh mein Gott, diese Aromapflegen, die duften halt auch extrem. Die sind wirklich intensiv im Duft und es gefällt mir. Boah, mega. Also das müsst ihr wirklich mal riechen, wenn ihr es im Laden findet. Diese Komposition auch, also diese Gerüche, mega. Irgendwie wild zusammen, aber es riecht sehr, sehr, sehr gut. Das Ganze kostet übrigens 3,99 Euro. Das nächste Produkt ist von Liv. Ich weiß nicht, habe ich noch nie gehört tatsächlich. Es ist eine Anti-Stress-Kur mit Zitronenmelisse und Minze. So sieht das aus. Da sind einfach so kleine Sachets drin, wie ihr vielleicht darauf seht bei der Anwendung. Das gibt ihr dann in ein Glas scheinbar. Und dann soll das scheinbar helfen. Es ist Vitamin B3 und sowas sind dabei. Ich muss mir das mal durchlesen. Da sind 7 Sachets drin. Ich lese mal, was hier bei steht. Und zwar kostet das Ganze 6,90 Euro.
Fülle deinen Speicher mit wichtigen B-Vitaminen auf und stabilisiere so dein Nervensystem für einen herausfordernden Alltag. Deine Anti-Stress-Kur erhält ein Zusammenspiel aus natürlichen und funktionalen Inhaltsstoffen, um deine normalen Körperfunktionen zu unterstützen. Die Integration der Anti-Stress-Kur in deinen Alltag kann dazu beitragen, dass du schon nach 7 Tagen die ersten positiven Effekte spürst. So good. Ja, das ist einmal das. Und ich sehe gerade, ihr kriegt auf der Seite, falls euch das interessiert, einen Rabatt, einen 15% Rabatt. Der heißt Pink15, genau. Ja, sowas ist tatsächlich nicht so meins. Das werde ich, denke ich, mal verlosen. Finde ich interessant für Leute, die das brauchen, aber ich trinke so ungern irgendwelche Zusätze. Wisst ihr, was ich meine? Es ist nicht so meins. Aber ist okay, dass hier drin ist. Dann haben wir ein Produkt von Schäbens und das finde ich immer sehr gut. Ich liebe Masken, ich glaube, ihr wisst das. Schäbens ist eine tolle Marke, da kann man nichts gegen sagen. Und am meisten mag ich Tuchmasken. Das hier ist eine Tuchmaske. Ah, da steht übrigens, Tuch ist biologisch abbaubar. Das ist natürlich super. Ich glaube, das stand auf den anderen bisher noch nicht drauf, oder? Das ist mit Aloe Vera, bis zu 80% mehr Feuchtigkeit, Regenerationsbooster, erfrischt und belebt. Aloe Vera, Moosfarn und Hyaluronsäure. Für alle Hauttypen. Das finde ich auf jeden Fall mega. Die kostet 2 Euro und da freue ich mich sehr drüber. Und zu guter Letzt haben wir noch ein Produkt von Essence. Hello Good Stuff Skin Repair Serum mit Ceramiden und Oat. Also Hafer. So sieht das Ganze aus. Das ist einmal ein Serum, was sehr milchig aussieht. Das kostet, das sind 30 Milliliter und es kostet 4,99 Euro. Finde ich auf jeden Fall gut, dass jetzt hier noch ein bisschen Pflege drin ist, weil das hatten wir sonst, ansonsten bis auf die Maske, nicht. Und das freut mich. Ich habe tatsächlich sowas noch nicht ausprobiert. Kann sein, dass ich das selber benutze. Ich muss mal gucken, wie viele, erstmal ob da drauf steht, wie lange sich das hält. Naja, nach Anbruch 12 Monate, das würde ich ja hinkriegen. Ich denke, das würde ich fertig mal ausprobieren. Das finde ich irgendwie ganz interessant, aber ich habe erst noch ein paar andere Serien. Aber finde ich auf jeden Fall nicht schlecht. So, ihr Lieben, das war die Box. Ich finde die Ausbeute sehr gut für das, was es ist. In der Pinkbox ist es ja immer so, dass da einfach mal ein paar Drogerieprodukte drin sind, was ich auch absolut nicht schlimm finde. Ich meine, der Preis ist mega. Alleine mit dem Parfum habt ihr so viel schon plus gemacht. Ganz, ganz toll. Da freue ich mich drüber. Es sind wirklich meistens neue Produkte auch. Das finde ich auch mega gut. Und es ist eine schöne Auswahl. Es ist von allem was dabei. Das freut mich. Also mein Fazit ist, die erste richtige Abo-Box, die ich jetzt von Pinkbox habe, gefällt mir diesmal soweit ganz gut, würde ich sagen. Ihr könnt mir gerne eure Gedanken unten in den Kommentaren lassen. Das würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, ihr Lieben. Bis dann!